Auftakt in den 38. Spieltag der DEL. Die Fishtown Penguins erwarten den Tabellenführer ERC Red Bull München mit Daniel Fiesinger im Tor. Danny Austin, Birken, vorsichtshalber noch eine Pause. Don Jackson hat mit seiner Mannschaft nur eins die letzten vier Partien gewinnen können. Bremerhaven 8 Heimsiege in Serie und die Gastgeber in Rot legen gut los. Kleiner Fehler von Fiesinger und Orbas ist zur Stelle. Wer sonst als Jan Orbas? Saisontor Nummer 19 für den Slowene, der hier mitkriegt, wie Fiesinger die Scheibe so ein bisschen nach vorne prallen lässt. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt die Führung, denn München war gut in der Partie. Wie man auch hier sieht, in Unterzahl die Großchance für Parlett. Vokes mit dem Scheibengewinn und dann Parlett an den Außenpfosten. Zweimal Aluminium für München. Das deutet an, dass das 1:0 für Bremerhaven etwas glücklich war für Thomas Popisch nach dem ersten Drittel. Dann aber Bremerhaven in Überzahl. Orbas mit dem ersten Versuch. Der scheitert. Dann nochmal Orbas. Und dann ist er drin. Zweites Tor für ihn in dieser Partie. Damit übernimmt er von Trevor Parks die Spitzenposition als Topscorer in Sachen Tore in der DL. Und es ging weiter nach vorne. Wieder Überzahl und dann wieder ein Tor für Bremerhaven. Die hatten vorher nur einmal von 19 Überzahlsituationen getroffen in den letzten vier Spielen. Hier gleich zwei Tore in dieser Partie. München dann aber auch mal mit zwei Spielern mehr auf dem Eis. Und Mark Vokes, ein Experte im Powerplay, nutzt das eiskalt sofort. Hier zunächst einmal die Scheibe geblockt vom eigenen Mann. Und dann ist Vokes zur Stelle, nur noch 1:3. Dann nochmal angedeutete Strafe, 6 gegen 4 Münchner und dann irgendwie diese Scheibe im Tor Kudlewskis mit viel Pech. Achtung, eigentlich hat der Keeper hier die Scheibe und legt sie sich dann selber rein. Wir sehen es noch einmal, mit der Fanghand ist er dran und irgendwie rollt dieser Puck über seinen Körper, noch 2:3. Das Ganze nach 37 Minuten und 29 Sekunden. Direkt das Bulli danach. 3:3. 6 Sekunden dauert das Ganze, bis Justin Schütz sein 7. Saisontor erzielt. Schütz, Nutznießer der guten Vorarbeit von Mauer. München also voll drin wieder im Spiel. Denkste, Bremerhaven mit der Antwort. Eine Minute vor Ende eines turbulenten 3:3 Drittels. Bremerhaven weiterhin in Führung, auch nach dem zweiten Drittel durch dieses Tor von Brock Hooten. Klasse abgefälscht und viel Unterhaltung und viel Spaß in der Eisarena Bremerhaven. Ein tolles Eishockeyspiel. München dann bemüht, den Ausgleich zu schaffen und sie kämpfen die Scheibe über die Linie. Es ist in letzter Instanz Kastner. Es gab den Videobeweis. Hier setzt sich durch gegen Elber und Weber. Gleich kommt der kleine Impuls mit seinem Schläger, wo er die Scheibe ins Tor drückt. 4:4, 50 Minuten, 23 Sekunden gespielt. Unwesentlich danach kommt Parks an die Scheibe und trifft. 5:4, 20 Sekunden nach dem Ausgleich. Trevor Parks gleicht auch in Sachen Saisontore aus mit Jan Orbas und München vorne. 5:4 und dann gewinnen sie schon wieder die nächste Aktion. Bully Jeffrey spielt rüber. Elis, zweites Tor in dieser Partie. 6:4. Alle drei Tore fallen in einem Abschnitt von nur 37 Sekunden. Bremerhaven erholt sich nicht mehr von drei schnellen Toren der Münchner. Am Ende gewinnt der Tabellenführer 6:4 in einem spektakulären Spiel. Ich denke, wir haben eigentlich gut angefangen und dann waren wir irgendwie 3:0 hinten, haben dann zwischenzeitlich nicht ganz so gut gespielt, haben die Scheiben hinten nicht einfach rausgespielt. Somit sind wir auch nicht in unseren Vorcheck gekommen, haben uns ein bisschen schwer getan, aber ja, ich denke, jeder von uns hat Moral bewiesen, jeder von uns hat gekämpft und dann am Ende auch verdient 6:4 gewonnen. We're very disappointed. You know, we have to learn from those things. It's we had a couple games that we were up 3-4-0 and we gave it up and we did it again today. It's you know, we have to get better at that for sure. Bremerhaven Serie von 8 Siegen in Serie zu Hause endet. München eindrucksvoll nach keinem Tor bei der 0:2 Niederlage in Schwenning. Jetzt 6 beim Auswärtssieg in Bremerhaven. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.